Was ich in den nächsten 10 Minuten erzählen möchte, ist eine Form von Geschichten erzählen, die wir hier in Trondheim ausprobiert haben im vergangenen Sommer als Teil eines größeren Forschungsprojektes, was sich darum drehte, welche Effekte klimabezogene Kunst auf Zuschauer hat. Und innerhalb dieses Forschungsprojektes haben wir mit einem Künstler zusammen eine Kunstinstallation entwickelt, die eigentlich gut passt, und ich nehme an, deswegen bin ich auch eingeladen, was darüber zu sagen, zum Thema Geschichten erzählen, weil diese Installation, die begehbar ist, ein Mittel ist, eine Geschichte über Luftverschmutzung zu erzählen. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund des ganzen Forschungsprojektes. Als wir das gestartet haben vor einigen Jahren, haben wir uns gefragt, also es gibt auf der einen Seite die wissenschaftliche Literatur über Klimaveränderungen und so weiter, viele Berichte. Wir haben auf der anderen Seite in der Künstlerszene ein zunehmendes Engagement mit dem Thema. Das heißt, es gibt zunehmend mehr Künstler, die das in ihre künstlerische Praxis mit aufnehmen. Und wir haben uns gefragt, ist da vielleicht was drin in dieser Kunst, was aus dem Dilemma der Klimakommunikation raushelfen kann? Könnte es sein, dass diese Kunstwerke auf eine andere Form Erzählungen bereitstellen, als es wissenschaftliche Reports können? Können Kunstwerke stärker an Emotionen appellieren zum Beispiel? Schaffen es Kunstwerke, Leute dazu zu bringen, in ihrem Alltag einzuhalten und nachzudenken? Und im Laufe dieses Projektes haben wir verschiedene Studien durchgeführt und haben versucht zu entwickeln, wie stellen wir uns das vor, wie könnte so ein Kunstwerk das denn leisten, und haben als Rahmenmodell für unsere letzte Studie, die wir im Sommer jetzt gemacht haben, uns überlegt, dass diese künstlerische Erfahrung mit einer Geschichte erzählt in Form eines Kunstwerks, dass die einen Einfluss haben kann auf das Niveau der emotionalen Aktivierung, also es berührt, insbesondere dann, wenn es auch eine soziale Erfahrung ist, also wenn man das mit anderen teilt, mit Freunden gemeinsam das Kunstwerk erlebt, dass diese emotionale Aktivierung dann aber im Nachhinein kognitiv bearbeitet wird. Also dass man dann angeregt durch die Erfahrung, die man hatte, darüber nachzudenken beginnt, also wie stehe ich zu Klimawandel, was hat das mit mir zu tun, kann ich was dagegen tun und so weiter. Und je nachdem, wie diese kognitive Bearbeitung stattfindet, kann dann diese Erfahrung entweder dazu führen, dass man etwas tut oder eben, dass man auch nichts tut. Und wir haben uns in dem Projekt gefragt, ob verschiedene Arten von Kunstwerken, verschiedene Erzählungen, die präsentiert werden, vielleicht verschieden gut diese Effekte erreichen können. Jetzt komme ich aber zu dem konkreten Projekt, zu den Pollution Pots. Die Pollution Pots, die hier auch auf den Bildern zu sehen sind, es sind eine Installation, relativ groß, Durchmesser von fast 30 Meter, 5 Kuppeln, gebaut aus Holz und Plastikfolien in dieser geodäsischen Form, mit Tunneln zwischen den 5 Kugeln. Und in jeder dieser Kugeln, durch die man durchgehen kann, haben wir die Luftqualität in einer Stadt auf der Erde simuliert. Das heißt, wir hatten eine Kuppel, die Trondheim repräsentierte, eine Kuppel, die London repräsentierte, eine für Neu-Delhi, eine für Peking und eine für Sao Paulo. Und innerhalb dieser Kuppeln haben wir dann sowohl die Erfahrung der Schadstoffbelastung simuliert, mit Gerüchen, mit Temperatur, mit Feuchtigkeit, mit Sichtbarkeit. Also wie gut kann man sehen, wir hatten Nebelmaschinen in manchen dieser Kuppeln. Und die Besucher sind durch die verschiedenen Kuppeln gegangen und haben am eigenen Leib erlebt, wie ist es, wenn ich die Luft einatme, wie sie in London ist.
im Vergleich zu der Luft, die ich vorher in Trondheim eingeatmet habe? Und wie ist es, wenn ich dann weitergehe nach Neu-Delhi? Wie ist es dann in Peking, wo der Kontrast in unserem Projekt war, dass Neu-Delhi warm, feucht und zum Beispiel guckt nach verbrannten Pflanzenteilen ist, weil die da eben im Sommer viel Pflanzen auf Feldern verbrennen, wohingegen in Peking hatten wir Winter als Simulation gewählt, da war es dann relativ kalt und starker Geruch nach Kohle, Feuer und Holzfeuer zum Beispiel. Und was wir in dieser Installation, also was die Besucher in dieser Installation erfahren haben, wir hatten genau 1500, die da durchgegangen sind im Laufe von 3 Wochen. Was die erfahren haben, haben wir dann versucht, mit sowohl einer Fragebogenstudie als auch mit Interviews, also qualitativen Interviews, zu erfahren. Und was hier zu sehen ist, ist eine Zusammenfassung der Interviewresultate. Was wir also finden, ist, dass es tatsächlich zu dieser emotionalen berührenden, zu diesen emotional berührenden Erlebnissen kommt. Leute berichten uns, dass sie direkt persönlich erfahren, wie ist es, in einer dieser Städte zu sein, und gerade durch den Kontrast zwischen den verschiedenen Städten auch sehr deutlich merken, auf welche Städte sie reagieren. Es war ganz interessant, dass es sehr unterschiedlich ist. Manche Leute finden Neu-Delhi war das Schlimmste, manche Leute finden São Paulo war das Schlimmste und so weiter. Und dass diese Erfahrung die psychologische Distanz zu dem Problem reduziert. Also es ist dann was, was nicht eben weit weg ist und andere Leute betrifft, sondern es ist eine Erfahrung, die plötzlich mich persönlich betrifft, weil ich gerade in dieser Erfahrung drin bin. Das führt dann dazu, dass das Problem erst bewusst wird. Aber dann berichten die Menschen eben auch, dass die anschließend sehr unterschiedlich mit dieser Erfahrung umgehen. Also manche sagen, das spricht meine Wertsysteme an, also so soll es nicht sein. Es soll keinen Menschen geben, die unter solchen Bedingungen leben müssen. Also müssen wir was dagegen tun. Manche fühlen sich verantwortlich dafür. Manche beginnen darüber nachzudenken, also was kann ich denn tun, effektiverweise. Es gibt aber auch Leute, die reagieren darauf, indem sie sagen, wie schön oder Gott sei Dank leben wir hier in Trondheim, wo die Luft viel besser ist und wo wir eben nicht unter solchen Bedingungen leben müssen, und gehen dann nach Hause und belassen es dabei. Wieder andere finden, dass es so eine überwältigende Erfahrung ist, dass die gar nicht so bewältigen können, sich auch dann daraus zurückziehen und sagen, ja, das ist ein sehr großes Problem, es berührt mich emotional, aber es ist so groß, da kann ich als Einzelperson gar nicht weiter zu tun, da kann ich nicht weiter zu beitragen. Und dann endet es eben auch da, ohne dass eine Veränderung entsteht. Als generelle Schlussfolgerung aus dem Projekt, mehr generell, aber auch dieser konkreten Installation, die wir hatten, ist, dass Kunst in dieser Form, also Kunst, die ja eine relativ konkrete Geschichte erzählt über körperliche Erfahrung, in der Tat gut in der Lage ist, emotionale Reaktionen hervorzurufen. Das scheint ein guter Einstieg zu sein für einen Gedankenprozess, aber es ist nicht unbedingt etwas, was diesen Gedankenprozess auch zu Ende führt. Da muss also noch was anderes dazukommen. Und auch, dass solche Arten von Events, solche Arten von Geschichten erzählen, bestimmte Auswahl von Leuten anziehen. Wir haben bewusst die Installation mitten in einem Park in Trondheim in Norwegen platziert, um eben nicht in einem Galeriekontext zu sein. Wir haben es nicht als Klimazwerg vermarktet. Trotzdem ist es so, dass die Auswahl der Leute, die dann wirklich durchgehen, schon überdurchschnittlich klimabewusst ist und überdurchschnittlich auch interessiert an der Thematik.
So, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Mir kam es relativ schnell vor. Das war jetzt erst gedacht, dass ich einigen kann.